Ich habe heute einfach eine mieslustige Story für euch. Erinnert ihr euch noch letzte Silvester, als es so Krawalle gab, war die CDU so, um der Sache auf den Grund zu gehen, da müssen wir wirklich wissen, wie die Leute mit Vornamen heißen. Wir müssen wissen, wie die Vornamen der Leute sind, die die Böller geschmissen haben. Weil ein paar so scharf sind auf Vornamen, hat Sonja im Team eine Anfrage für euch rausgesucht, die die AfD 2019 im Saarland gestellt hat. Die AfD wollte nämlich wissen, welche Vornamen Messerangreifer haben, weil ist, ja, von nach Vorname du weißt, ob sie kriminell sind oder nicht. Jetzt halt dich fest, unter den 842 Tätern waren die häufigsten Vornamen Michael, Daniel, Andreas, Sascha, Thomas, Christian, Kevin, Manuel, Patrick, Dami, Jens, Justin und Sven. Falls jetzt einige von euch sagen, ja, Saarland ist nicht repräsentativ. Okay. Hier ein Beispiel aus Berlin. Bei drei verschiedenen Männern wurden in den ersten paar Tagen im Januar Waffen gefunden und diese Typen hießen Tim Oliver, André und Klaus Berner. Verdächtiger wurde in Gewahrsam genommen. Tatverdacht. Vorname Klaus. Ey, manchmal, ich wünsche, diese Storys werden einfach ausgedacht. Das ist einfach so peinlich. Guck mal, folgt mal. Diese Storys, wir finden sie, wir geben sie euch, okay?